Eure wohl knöterig mögen? Den Dörfer. Wusstest du, dass du die Alraune zur Verteidigung nutzen kannst? Stell dir das mal vor. Professor Fig scheint ja so gut wie nie in seinem Klassenraum zu sein. Ich habe sehr seltsam. Wisst ihr, wo er ist? In Nürnberg. Der beste Zeitpunkt für die Aussaat ist die letzte Saison. Der zweitbeste ist jetzt. Ja, Professor? Zuerst einmal möchte ich Sie zu Ihrer Alraune beglückwünschen. Sie können recht anspruchsvoll sein. Hat er gerade nicht gesagt, die ist ein bisschen zu alt? Ich hatte eigentlich sogar Spaß. Ihr Enthusiasmus ist ansteckend. Wie nett von Ihnen. Es scheint, als würden Sie im Fach der Kräuterkunde bereits Ihre Wurzeln schlagen. Ha! Wie bereits erwähnt, werden Witzig. Wir jetzt Diptam sehen. Holen wir also zunächst die Samen. Ich habe schon welche aus Hogsmeade mitgebracht, Professor. Sie waren in der magischen Rübe? Wunderbar. Vorbereitete Schüler wachsen und gedeihen. Ich habe Ihnen einen eigenen Pflanztisch im Unterrichtsraum reserviert. Das war in der kurzen Zeit gar nicht mal so einfach. Säen Sie die Samen aus und kehren Sie später zur Ernte zurück. Gute Erde, Sonnenlicht und Magie helfen zwar sehr, aber Zeit zum Wachsen brauchen Sie trotzdem. Das ist richtig. Oder man verändert sie genetisch. Das passiert ja aktuell sehr oft. Aufgrund seiner Heilwirkung ist Diptam eine wichtige Zutat für den Mega-Power-Trank, wie Sie sicher aus Professor Sharps Unterricht wissen. Davon habe ich tatsächlich mitbekommen, dass diese Mechanik besteht. Und ich muss genauso auch nachfragen, why? Warum musst du 10 Minuten auf das warten jetzt? Ertrag 5. Gut gemacht. Sobald er geerntet werden kann, ist Ihr Diptam für den Mega-Power-Trank einsatzbereit. Wunderbar. Professor Sharp wird Ihnen das erklären. Nun, strecken wir unsere Zweiglein etwas aus und sehen uns eine andere Pflanze an. Den chinesischen Kaukohl. Einige Pflanzen sind besser für die Verwendung außerhalb des Kessels geeignet. Ohne etwas zum Kauen sind die Kohlköpfe wirklich reizbar. Zum Glück habe ich eine Puppe, an der Sie nagen können. Lassen Sie sie ordentlich hineinbeißen. Ja, Professor. Sie sind im anderen Gewächshaus, gleich am Ende des Weges, der aus diesem Raum herausführt. Ihr Klassenkamerad, Mr. Pruitt, wird Sie netterweise begleiten. Kommen Sie zu mir zurück, wenn Sie fertig sind. Und passen Sie auf Ihre Finger auf. Sie beißen. Ja, hab das Ding nie wieder abgeerntet, glaube ich. Ich auch. Meins vergammelt schon im Topf. Was sollte ich als nächstes machen? Ich möchte, dass Sie praktische Erfahrungen mit dem chinesischen Kaukohl sammeln. Er befindet sich im Gewächshaus auf der anderen Seite des Stegs. Mr. Pruitt wird Ihnen helfen. Ja. Ja, das ist halt so eine typische Free-to-Play-Mechanik. Also, keine Ahnung, warum. Ich hab dich neulich auf dem Weg nach Hogsmeade gesehen. Freut mich. Ich bin Leander. Ich zeig dir den chinesischen Kaukohl. Er ist gleich die Treppe da hoch. Aber du gehst vor. Warum? Gut gemacht in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Verzeihung? Dein Duell mit Sebastian. Er ist gut. Er hält sich für richtig gut. Aber du hast ihn regelrecht vernichtet. Genial. Oh, tja. Danke. Ich hätte es Sebastian fast selbst gezeigt. Ich meine, wenn Hackett mich nicht aufgehalten hätte... Aber hat sie dich nicht vor dem Drachenschädel bewahrt? Typisch Slytherin. Andere im Kampf mit Drachenschädeln bewerfen. Wir Gryffindors kämpfen ehrenhaft. Zumindest du. Hauptsache den Dude abhängen. Der kam mir wirklich nicht hinterher. Die Heimat des chinesischen Kaukohls. Los! Hol ein paar Kohlköpfe, aber pass auf deine Finger auf. Hab mal fast den Daumen verloren. Siehst du die Übungspuppe? Wirf einfach den Kohl auf sie. Er macht den Rest. Das ist quasi Granaten. Lenkpflaumen. Diese orangefarbene, rettichartige Frucht hängt kopfüberschwebend, während sie wächst. Einige glauben, sie kann die Fähigkeit steigern, das Außergewöhnliche zu akzeptieren. Okay. Ja, weil es Zeit braucht.
Ach gut. Also wir sind in der Zauberwelt. Es ist jetzt nicht so, als ob man dafür nicht eine Erklärung finden könnte. Schau dir das an. Die kauen alles, was sie in den Mund bekommen. Mama hat letztes Jahr welche im Garten gepflanzt, um die Gnome fernzuhalten. Entgnomen musste sie nicht, aber ihre hupenden Narzissen waren hinüber. Diese kleine Mistkerle, was? Solche Pflanzen mag ich. Keine dummen Bubotuble oder springenden Knollen. Pflanzen, die dir im Kampf den Rücken stärken. Es geht doch allein, aber naja, stell dir vor, das wäre keine Puppe. Sie könnten außerhalb des Gewächshauses bestimmt von Nutzen sein. Etwas Hilfe kann nicht schaden. Selbst von einem Kohlkopf. Da draußen herrscht Chaos. Trolle in Hogsmeade und so. Wenn es sein muss, muss man eben auch mal Kruziferen werfen. Bei Wasserwegerich und Knollenblätterpilz gibt's mehr davon. Und Pflanzen, die deine Eltern nicht im Garten pflanzen würden. Du verstehst schon. Naja, wir sollten wohl zurück in den Unterricht. Lass dir Zeit. Wir sehen uns im Unterricht. Kann ich den wieder aufheben? Mein Kickklapp. Nope. Das wäre krass. Unendlich Munition. Ich finde das Spiel mega, aber man merkt, wie viel Assassin's Creed mit drinsteckt, was die Nebenaufgaben angeht. Ich habe kaum Assassin's Creed gespielt, deswegen ich weiß nicht, welches Assassin's Creed du meinen könntest. Also, meine ich really. So, ja. Keine Ahnung. Muss ja auch nichts Schlechtes sein. Erinnerung daran, warum wir immer unsere Drachenhauthandschuhe tragen sollten, beende ich die Stunde. Tut mir sehr leid, Mr. Clopton. Ich habe mich um den chinesischen Kaukohl gekümmert, Professor. Bemerkenswerte Pflanzen, nicht? Ich hoffe, es war nicht allzu viel Mühe, aber ich sehe weder Bisse noch fehlende Fingerkuppen. Glücklicherweise, denn sie scheinen einen grünen Daumen zu haben. Ich bin schon gespannt darauf, wie sich ihr Talent entfaltet. Zauberpflanzen sind faszinierend. Ich möchte unbedingt mehr lernen. Das freut mich. Kräuterkunde ist ein unerschöpfliches Thema. Pflege deinen Garten, dann pflegt er dich. Das war wohl alles. Kommen Sie ruhig mal zum Plaudern vorbei. Ich freue mich immer, von meinen neuen Schülern zu hören. Was passiert da im Hintergrund die ganze Zeit? Hoffentlich gefällt den Alraun ihr neues Was haben wir hier? Waren wir hier schon? Ja, moin, ultra krasser Mann. Ich habe jetzt 5 Spielstunden bald drin. An für sich finde ich sehr cool. Ich bin ja jemand, der sich gerne im Harry Potter-Universum aufhält. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich so ein bisschen immer noch... Wieder mal auf Abenteuertour? ...mir wünsche nach wie vor, dass das, dass das ein bisschen weniger Rollenspiel wäre und mehr... Ja, ich bin halt kein Rollenspiel-Fan, kein großer. Jetzt muss man nicht sagen, ja, Dave, aber das ist halt das Game, das weiß ich. Aber das ist halt so das Ding. Ich bin halt jemand, der eher quasi... Ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, wie ich die ganzen Dialoge finden soll, weil natürlich ist es schön, die Welt wird aufgebaut und so weiter und so fort. Aber manchmal denke ich mir schon so... Auf zu schnattern, ich weiß, was Sache ist, lass mich einfach weitermachen, so nach dem Motto. Wie lange dauert das Spiel? Also laut manchen Leuten soll es bis zu 100 Stunden dauern können, wenn du dir richtig, richtig Zeit lässt mit allem. Wahrscheinlich gibt es Leute, die nur sogar noch mehr brauchen. Einfach weil sie den ganzen Tag in Hogwarts und Hogsmeade und so sind. Und ich habe schon so ein bisschen Sorge, dass das Spiel wieder zu groß sein könnte. Weil Hogwarts würde mir persönlich reichen mit Hogsmeade, aber mal schauen. Oh, Zaubertränke. Aha, hier haben wir was. Frage ist nur, wo? Was ist das? Ein Goldstück. Geil. Aha.
Professor Sharps Aurorenabzeichen. Die Auroren bilden die magische Strafverfolgungsbehörde des Ministeriums und schützen die Welt vor der Zauberei vor allen möglichen Bedrohungen, insbesondere vor denen, die von der schwarzen Magie ausgehen. Dieses Aurorenabzeichen gehört Professor Sharp. Ja. Ich habe 100% 57 Stunden gebraucht. Alter Joel. Hast du auch wirklich alles eingesammelt und so? Krass. Mein Steam-Account sagt gerade exakt 100 Stunden. Hiya. Ja, es gibt halt Mechanics, mit denen kommt man klar und welche, die mag man halt nicht. Zum Beispiel beim neuen God of War. Ich mag das neue God of War als Spiel sehr gerne, aber dass du da zum Beispiel auch so Rüstungen oder so anlegen kannst, die dich dann plötzlich irgendwie gefühlt 80% stärker machen oder teilweise noch viel, viel mehr. Das finde ich halt Quatsch, weil Kratos ist halt ein Gott. Ist doch scheißegal, was der da trägt. Das ist einfach ein Gott. Gott bleibt Gott oder Halbgott von mir aus. Memorandum. 31. Dezember 75 und zwar 1875. Aurorbüro. Borgen und Burks. Bei Borgen und Burks kommt es vermehrt zu Aktivitäten außerhalb der normalen Geschäftszeiten, insbesondere in den frühen Nachtstunden, bei denen verdächtige Lieferungen zum Hintereingang des Ladens gebracht werden. In Anbetracht dessen, was wir über den Ruf des Ladens wissen, setzen wir weitere Auroren ein, zusätzlich zu denen, die den Laden bereits beobachten. Sie gehören zu den Neuzugängen. Weitere Anweisungen folgen. Nur Hogwarts und das Dorf wäre halt schwer, eine Story drum zu machen. Ja gut, die Frage ist natürlich, wie ausufernd wird der Rest der Welt. Wenn es alles mit so viel Entdeckungszeug und so ist, dann wird es vielleicht ein bisschen zu viel. I don't know. Sammlung noch nicht alles komplett, aber der Rest 100%. Okay, copy that. Aha. Zaubertränke ist eines der anspruchsvollsten und gefährlichsten Fächer der Schule. Als Fünftklässler müssen Sie im Hinblick auf Disziplin und Intellekt neue Höchstleistungen erbringen. Wir beginnen das Semester mit einem Mega-Power-Trank. Mr. Takar, sagen Sie uns doch, wo sich dieser spezielle Trank als nützlich erweisen kann. Ja, Professor Sharp. Der Mega-Power-Trank dient zum Sterilisieren und kann sogar verschiedene Verletzungen heilen. Er kann Verletzungen heilen, aber nicht alle. Punkte für Ravenclaw. Vor Abschluss der heutigen Stunde wird jeder von Ihnen selbst einen Mega-Power-Trank gebraut haben. Man weiß nie, wann man ihn brauchen kann. Beginnen Sie. Zerkleinern Sie die Zutaten mit gleichmäßigen Bewegungen. Vorsicht, wenn Sie den Tränken Pulver hinzufügen. Ein Niesen könnte katastrophal sein. Ist, kann es entdecken, muss aber nicht. Ja, aber man fühlt sich auch blöd, wenn man das einfach auslässt, alles. Wie ich sehe, können die meisten von Ihnen noch rühren. Kein einfach zu brauender Trank. Gut gemacht. Und angesichts Ihrer jüngsten Heldentaten in Hogsmeade sollten Sie wohl auch die Herstellung des schützenden Edurus-Tranks üben. Professor Weasley hat Sie doch wegen des Rezepts zu J. Pippins geschickt. Ja, Sir. Gut. Fürs Erste finden Sie alle Zutaten in meinem Büro. Aber in Zukunft werden Sie Ihre eigenen Zutaten besorgen müssen. Einige erhalten Sie von den Pflanzen, die Sie in Kräuterkunde anbauen. Seltenere können Sie kaufen. Andere hingegen sind womöglich schwieriger zu bekommen und erfordern etwas mehr Einfallsreichtum. Kommen Sie her, wenn Ihr Trank fertig ist. Dann sehen wir, ob es beim ersten Mal Können oder Glück war. Und Mr. Stachelrochen, vielen, vielen Dank dir für den Raiderino. Was geht, Schatzi? Avada Kedavra. Professor Sharp sagt, der Mega-Power-Trank heilt Wunden. Hoffentlich brauche ich ihn. Wegen der Gerüchte über einen Koboldaufstand hätten meine Eltern mich dieses Jahr fast zu Hause behalten. Mein Mega-Power-Trank ist Müll. Ich wünschte, ich könnte einfach einen von J. Pippins nehmen.
Sorge, falls die Zutaten knapp werden. Ich baue meistens einfach an, was ich brauche. Professor Sharp hat in seiner Zeit als Auror sicher viel gelernt, wenn er doch mehr davon reden würde. Wirklich beeindruckend, dass du Professor Sharps Frage zum Mega-Power-Trank beantworten konntest. Oh, du bist der Neuzugang. Ich habe viel von dir gehört. Danke. Ich bin übrigens Amit. Sehr erfreut. Wirklich. Und ich habe noch nie jemanden auf Anhieb einen so guten Mega-Power-Trank brauen gesehen. Gute Arbeit. Ha, ein Glück ist er mir gleich gelungen. Du musst einfach ein Talent für Zaubertränke haben. Manchen Schülern müssen Zaubertrankrezepte scheinbar wie reinstes Koboldogack vorkommen. Eine faszinierende Sprache. Ich will ja nicht prahlen, aber ich habe mir das Sprechen selbst beigebracht. Bei Merlins Bart, bei guten Gesprächen verfliegt die Zeit. Ich muss mein Buch Tor zu weit entfernten Galaxien vor der nächsten Stunde zurückbringen. Apropos Sterne, wir haben Astronomie zusammen. Das wird dir gefallen. Professor Shah ist streng, aber schlau. Wir sehen uns dann. Ja, Dom, Sammelgegenstände. Das Ding ist, Sollen Sie den Diptam schneiden oder zerquetschen? Die falsche Antwort könnte leider zum Verlust Ihrer Augenbrauen führen. Lol. Das Ding ist, das ist halt so ein bisschen, also wie gesagt, die Frage ist halt, wie sich das Spiel weiterhin noch entwickelt. Aber wenn es so eine Art Assassin's Creed wird, wenn du hunderte Symbole hast, hunderte Sachen abklappern musst, wäre das halt irgendwie doof. Mal schauen, wie sich's entwickelt einfach. Ich habe halt einfach nur bei diesen überladenen Open-World-Games immer wieder das Gefühl, dass ich, keine Ahnung, dass es einfach viel zu viel zu viel zu viel zu viel zu viel zu viel ist. Gute Nacht, Dömsche. Geile Brille, danke. Professor, was sollte ich noch mal tun? Ach so. Sie müssten längst die Zutaten aus meinem Büro geholt und mit dem Brauen am Kessel begonnen haben. Brauen Sie den Trank und kommen Sie dann wieder. Strenger Monsieur. Gute Arbeit beim Brauen deines ersten Mega-Power-Tranks. Aber es gibt noch viele Tränke zu lernen. Das wird ein arbeitsreiches Jahr. Ja? Hat Professor Sharp gesagt, du hättest die Erlaubnis, sein Büro zu betreten? Ist wieder ein Weasley. Ja, aber warum interessiert dich das? Genial! Und es ist wichtig, weil du zu etwas wahrhaft Kreativem beiträgst. Was? Ich bin übrigens Gareth. Gareth Weasley, ich habe ein Händchen für Tränke, wenn ich das so sagen darf. Schön, dich kennenzulernen. Moment, bist du mit Professor Weasley verwandt? Sie ist meine Tante, behält mich etwas zu genau im Auge. Aber sie kann nicht überall sein. Hör mal, jedes Trollhirn kann einen Idurus-Trank brauen. Ich arbeite an etwas, das auf jeden Fall spektakulär wird. Ich brauche nur eine winzige Zutat, um ihm den letzten Schliff zu verleihen. Das ist dann wohl meine Aufgabe. Du bist so schlau, wie erhofft. Ich brauche nur eine Fupa-Feder. Da du ohnehin mit seiner Erlaubnis in Sharps Büro sein wirst, könntest du mir doch eine mitbringen. Ich bring dir die Fupa-Feder. Wenn du sicher bist, dass Sharp sie nicht vermisst? Das wird er garantiert nicht. Fupa-Federn sind nicht so wertvoll. Warte, bis du siehst, was ich brauche. Komm schnell zu mir, wenn du die Feder hast. Für Odyssey 130 Stunden gebraucht, um Platin zu holen. Ja. Läuft. Moin, Omalu. Na, no, Fupas sehen ja super süß aus. Wie cute ist das denn? Was? Arschwind? Nee, Arschwind. Bild. Hier ist die Fupa-Feder für dich. Großartig, danke. Das Brauen wird eine Weile dauern. Du solltest weiter an deinem Idurus-Trank brauen. Ich sage dir Bescheid, wenn das hier fertig ist. Kompetenz und Tränke sind zwei Dinge, die Zeit brauchen. Seien Sie geduldig und gründlich. Okay, das ist jetzt halt wirklich Quatsch. Lass mich das doch irgendwie selbst in so einer Mini-Aufgabe machen oder gib's mir direkt? Wenn es wenigstens 2 Minuten wäre, hätte ich jetzt kurz aufs Klo gehen können. Oh
an. Okay, merke, Tränke werden nur gekauft. Und? Seltsam. Was ist da los? Hä? Moment, wo war das denn? Ah! Gareth! Ja! Hey, geiler Trank. Gut gemacht, Gareth. Was nun, Mr. Weasley? Tut mir leid, Professor. Das heißt mal wieder Punktabzug für Gryffindor. Mr. Weasley war das nicht allein. Wer ihm geholfen hat, muss sich ebenfalls dafür verantworten. Ich habe den Edorus-Trank wie gewünscht gebraut, Professor. Dass Sie dazu Zeit hatten. Sie schienen schwer beschäftigt damit, Mr. Weasley zu helfen. Tut mir leid, Professor. Ich wollte nur einem Freund helfen. Freund. Wer Verantwortung für seine Taten übernimmt, ist bei mir wohl gelitten. Ich hoffe, Sie haben daraus gelernt. Was die Ehrenmann. Arbeit an Ihrem eigenen Kessel anbelangt, haben Sie sich heute gut geschlagen. Zugegebenermaßen war ich skeptisch. Schließlich ist das fortgeschrittener Unterricht und Sie sind neu hier. Schön, dass ich Ihre Erwartungen erfüllen konnte. Kommt selten vor. Und denken Sie bitte immer daran, dass Sie noch kein Meister der Zaubertränke sind. Man muss nicht nur wissen, welche Zutaten zu vermengen sind, man sollte auch umfangreiches Wissen über die Zutaten selbst sammeln. Passen Sie besonders in Kräuterkunde auf. Die Pflanzen, die Sie dort pflegen, sind wichtig für die Tränke, die Sie hier brauen. Ich empfehle, das Brauen nur an einem sicheren Ort zu üben. Man kann einen heißen Kessel schlecht einfach so rumstehen lassen. Das wäre alles. Okay. Ich denke, wir hatten alle genug Aufregung für einen Tag. Wir machen Schluss. Copy that. Eine interessante Schulstunde. Dank dir. Ich hatte es mir anders vorgestellt, aber das war großartig. Ich schätze deine Hilfe. Ich hoffe, Schab war nicht allzu unfreundlich, als du deinen Trank abgegeben hast. Er hat was von Verantwortung gesagt. Professor Schab war verärgert. Aber es ist alles in Ordnung. Das ist es bestimmt. Er hat sicher gelacht, als wir weg waren. Schab mag mürrisch sein, aber ich wette, dass er früher auch Tränke in die Luft gejagt hat. Ich sollte gehen. Nächstes Mal gibt's weniger Explosionen. Versprochen. Jo. Moin, Thomas Wachmann. Werde ich Rush Rally 3 auschecken? Ich habe das letztens auf Steam entdeckt. Vielleicht. Vielleicht. Mal gucken. Das ist von einer Person entwickelt, oder? Das ist schon krass. Die schwarzen Flaggen waren, wo wir noch Nebenmissionen hatten, oder was? Oder? Wo ist die Main Quest? Okay. Rein da. Schaut gut aus, aber warte immer auf deine Reviews. Copy that. Ja, du könntest auch, wenn du es testen willst, es dir ja mal bei Steam holen und im Zweifelsfall kannst du es auch refunden. Ist ja auch aktuell, glaube ich, im Angebot. Wenn du es nicht 2 Stunden oder mehr gespielt hast, kannst du es ja auch wieder zurückgeben. Wait. Kann ich das hier entzünden? Incendio. Nö. Habe ich jetzt schon Besen? Nope. Klingt nach einem Plan. Jo. Weil da kannst du dich ja auch selbst davon überzeugen, ob es dir gefällt. Nice. Gibt auch eine Demo. Danke, Zenetics. Moini. Die Glocken der drei Schwestern. Man sagt, die Glocken der drei Schwestern seien ein Attribut an 3 gleichnamige, wunderschöne, steile Bergkämme, die sich majestätisch über eine Schlucht in Argyllshire erheben. Gerüchen zufolge kann man sie in der Schlucht weit über das Hochland hinaus läuten hören, wenn sie im Schloss geläutet werden. Die Einheimischen sind seit Jahren über das geheimnisvolle Läuten verblüfft. Tja.
gefällt mir das Game bis jetzt. Rebellion. Also, wie gesagt, ich find's halt super schade, dass ich so viel in Richtung Main Quest machen muss, bevor ich dann so ein bisschen einfach meinen Entdeckertrieb voranbringen kann. Aber so ist es halt jetzt, ne? Ich würde ja gerne in den Dörfern einkaufen. Aber ich würde halt super gern einfach Sachen erkunden, weil... Ja, also selbst zu überlegen, wann möchte ich jetzt wieder quasi ein bisschen hier das... den Rollenspielanteil, wann möchte ich wieder mit Leuten quatschen und so. Und einfach selbst... Wenn das Spiel jetzt sagen würde, ey, du kannst alle Zaubersprüche hintereinander alle lernen, würde ich das wahrscheinlich machen und würde erstmal alles in der... in Hogwarts erkunden, aber... Rebellion. Das ist halt das, was mir gerade so ein bisschen sauer aufstößt, aber es ist ein cooles Game. Moin, Tobi. Ja, also, Thomas, du kannst auch die Dings machen. Du kannst auch einfach die Demo zocken. Danke da, Zenetics, für den Tipp. Tipp zum Erkunden. Jetzt ist halt die Frage, wie ausfallend der Tipp zum Erkunden sein wird. Wahrscheinlich wirst du mir sagen, mach das Erkunden nichts innerhalb der ersten 15 Stunden. Sonst ist das Spiel halt super kompetent gemacht. Du hast super viel... super Schönes hier. Aber ein bisschen leer ist es halt schon so. Besen geht schneller. Geh auf die Weltkarte. Ja, was werde ich da vorfinden? Rebellion. Hausmeisterwerkzeuge. Ein Satz Werkzeuge, die, so kann man vermuten, verzaubert werden können, um alle Arten von Einrichtungsgegenständen für eine gemütliche Hütte zu schaffen, so groß wie der Bewohner sie braucht. Zoome ganz raus. Okay, mit der Maus über die Gebiete. Worauf genau bezieht sich der Typ? Ja. Dass man jetzt sieht, wie viele Sachen wo sind. Ja. Oh, man kann in den verbotenen Wald. Nice. Und nu? Kannst alles erkunden, aber nicht alles überleben. Darum geht's ja nicht. Es geht darum, dass du... Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Es geht ja darum, dass du... in den verschiedenen... In Hogwarts kannst du zum Beispiel nicht jedes Rätsel lösen, bevor du nicht jeden... oder bevor du nicht weitere Zaubersprüche hast. Darum geht's halt. Das finde ich halt doof. Es tut so gut, dich zu sehen. Hallo Natti, wie geht's? Ich hoffe, du hast dich von unserem Abenteuer in Hogsmeade erholt.
Mir geht's gut. Ich war eher um dich besorgt. Immerhin sind sowohl Ranrock als auch Rookwood und Harlow hinter dir her. Bei mir ist alles in Ordnung. Wir haben damals nicht darüber gesprochen. Aber ich hoffe, du kannst mir jetzt sagen, warum sie nach dir gesucht haben. Sie wollen etwas, das Professor Fig und ich in Gringotts gefunden haben. Wann warst du denn bei Gringotts? Kurz vor unserer Ankunft in Hogwarts. Darum kam ich auch zu spät zur Einführungsfeier. Ein Portschlüssel brachte uns hin, nach dem Drachenangriff. Was in aller Welt? Da ist noch was. Und es ist etwas seltsam. Professor Fig sagt, ich habe eine seltene Verbindung zu einer mächtigen Form alter Magie. Ist das die Magie, die du beim Trollangriff in Hogsmeade genutzt hast? Ich denke schon. Ich lerne noch, aber ich kann ihre Spuren sehen und habe Magie gewirkt, die ich nicht erklären kann. Ich weiß, das ist eine Menge. Das stimmt. Und ich werde noch mehr Fragen haben. Im Moment steht fest, Rookwood und Harlow sind eine Bedrohung für uns beide. Für uns alle. Deshalb wollte ich mit dir sprechen. An dem Tag in Hogsmeade wurde mir etwas klar. Du hast so viel Mut im Kampf gegen den Troll bewiesen. Und Sirona hat sich gegen Rookwood und Harlow wacker geschlagen. Ihr beide habt mich inspiriert, selbst Stellung zu beziehen. Wie meinst du das? Wegen Männern wie Rookwood und Harlow verließen meine Mutter und ich das Matabeleland. Ich sehe nicht einfach zu, wie sie mein neues Zuhause zerstören. Rookwood und Harlow sind so schon ein gefährliches Duo. Und dann sind sie auch noch mit Ranrock im Bunde. Noch ein Grund mehr, sie dringend zu stoppen. Es wird gemunkelt, dass Theophilus Harlow sich um Rookwoods Geschäfte kümmert. Ihn zu stürzen, würde Rookwoods gesamte Organisation lahmlegen. Mag sein. Aber sollte sich nicht Officer Singer um Harlow kümmern? Ich habe sie gesprochen. Sie war nett, wollte aber selbstverständlich keine Details mit einer Schülerin besprechen. Ich habe gehört, wie einige von Rookwoods Leuten über eine von Harlow geplante Wildereiaktion sprachen. Das könnten wir doch genauer unter die Lupe nehmen. Vielleicht finden wir die Beweise, die Officer Singer braucht. Okay. Nur wie? Ich werde weiter meine Augen und Ohren offen halten und herausfinden, was genau Harlow vorhat. Ich melde mich, wenn ich mehr weiß. Und denk immer daran, ich bin hier, wenn du mich brauchst. Danke, Nati. Sei auf der Hut. Zaubersprüche bekommst du aber nur durch XP, dafür musst du erkunden. Das ist so nicht richtig. Wir haben ja sehr viele Zaubersprüche schon im Unterricht gelernt. Was geht hier vor sich? Das Geheimnis. Hätte nie gedacht, dass Randrocks Anhänger so weit gehen. Also du musst halt schon die Mainquest weitertreiben, damit du alles Mögliche machen kannst. Ob es jetzt Einkaufen in Hogsmeade ist, ob es jetzt irgendwie was anderes ist. Das ist ein Ort wie aus dem Märchen. Hallo, Sir. Was verkaufen Sie? Hallo, ich bin Jalal Sami und dies ist mein Zaubertrankladen. Ich beantworte gerne an. Gibt es irgendwelche Gerüchte in der Stadt? Eine Diebin namens Catherine Haggerty läuft frei herum. Eine Erschwinderin. Sie stiehlt alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Die Leute haben genug. Catherine versteckt sich südwestlich der Stadt. Erzählen Sie mir etwas über sich. Mal sehen. Ich bin Zaubertrankmeister von Lower Hogsfield. Aber ich war einst ein einfacher Hogwarts-Schüler wie Sie. Ich gebe Ihnen sogar meinen Hogwarts-Rabatt. Den Standardpreis. Meine Preise sind so schon niedrig genug. Ja, sorry, Matt, aber wenn du jetzt sagst, Main- und Nebenquest oder Main durchrushen, das ist doch die Kritik, die ich habe. Also so missverständlich rede ich doch nicht, oder? Was verkaufen Sie hier? Ich verkaufe nur Tränke und ihre Zutaten. Wenn es ein Zaubertrank nicht richten kann, lässt man es besser, sag ich immer. Meine Zutaten stammen alle aus der Region und mit meinen Tränken bleiben sie gesund und sicher. Was verkaufen Sie hier? Wie kann ich heute behilflich sein? Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Na, no, Jespers Game geht immer noch nicht. Belastung.
Alter. Was ist das denn? Warte mal. Frage ist ja, was du willst, weil man wolltest du erkunden, kannst du doch. Wie gesagt, eben nicht. Du musst erst alle Zaubersprüche lernen. Du kannst nicht frei alles in der Welt machen, worauf du gerade Bock hast. Das ist meine Kritik. Und wir haben schon einige Zaubersprüche auch schon im Rahmen der Main Story erst lernen müssen, um irgendetwas zu machen. Deswegen ist das, was du halt schreibst, Quatsch leider. Kopfbekleidung. Aha. Okay, dann Main Story machen, dann lernst du alle Zauber. Alter.